Die habe ich aus unserem Garten entwendet. Der Mann beklaut meinetwegen seinen eigenen Park. Ich fühle mich geehrt. Sie ist wirklich wunderschön. Es hat sich wohl herumgesprochen. Ja. Und ich wollte Ihnen gegenüber noch etwas loswerden. Und zwar meine Bewunderung. An mir gibt es etwas zu bewundern? Sie haben Bianca und Kathi großgezogen, obwohl sie nicht ihre Kinder sind. Für sie stand die Familie immer an erster Stelle und das ist bewundernswert. Aber Sie haben doch auch eine große Familie. Ja, aber ich habe zu oft versucht, sie mir vom Leib zu halten. Um meinen ältesten Sohn habe ich mich nie gekümmert. Ich glaube, ich habe zu viel falsche Prioritäten gesetzt. Es ist nie zu spät für neue Prioritäten. Das sagen Sie. Ja. Ja. Ich darf das sagen. Manchmal glaube ich, ich bin zu alt dafür, um mein Leben noch einmal zu ändern. Quatsch. Das, was war, das können Sie nicht ändern. Aber das, was sein wird, darauf haben Sie Einfluss. Jedenfalls, solange Sie gesund sind. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie leid. Nein. Sie sind hier und haben mir eine Rose mitgebracht. Erlauben Sie mir eine persönliche Frage. Sicher? Haben Sie Angst? Wovor? Vor dem, was kommt. Nein. Nein, mehr um das, was ich zurücklasse. Ach, wir werden uns alle um Bianca und Kathi kümmern. Das weiß ich. Danke. Tja. Ich muss jetzt wieder gehen. Danke für Ihren Besuch und für die überaus mutige Tat. Ich bedauere sehr, dass wir uns so spät kennengelernt haben. Wir hätten Freunde werden können. Es kommt nicht auf die Länge einer Freundschaft an. Und? Was sollen wir jetzt machen? Warum schmuggeln wir Sophia nicht einfach ins Konzert? Wie denn? In deiner Hosentasche? Sie steigt auf meine Schultern, klettert über den Zaun, fertig. Bei 20.000 Leuten fällt das doch gar nicht auf. Sag mal, Sven, wann warst du denn zuletzt auf einem Konzert? Da wimmelt es vor Security-Leuten und wenn die uns erwischen, dann haben wir richtig Ärger. Das lohnt sich nicht. Abgesehen davon findet das Konzert in einer Halle statt. Und dann bleiben wir eben hier. Du meinst wir beide? Ich meine uns alle. Vergiss Regicide. Naja. So laut würde ich das zwar nicht verkünden, weil Regicides sind wirklich der Hammer. Aber im Prinzip hast du wohl recht. Sag ich doch. Sophia wollte uns ihre Freundschaft beweisen. Und jetzt sind wir an der Reihe, ihr unsere zu beweisen. Ja, und wie soll das gehen? Naja, indem wir ihr zeigen, dass wir zusammengehören. Ich hab da auch schon so eine Idee. Wir müssen nur noch einkaufen fahren. Und dann mal los. Eine für alle, alle für eine. Okay, Muskeltier, auf in den Kampf. Recht herzlichen Dank. Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Ich hoffe, ich kann mich in Zukunft mal bei Ihnen revanchieren. Kannst du mir den Kreditvertrag von Megabau heraussuchen? Der Tiefbaufirma? Ja, die hängen mächtig in den Seilen. Der Verlust mit Daida reicht mir. Was ist? Sitzt du gut? Ja. Dann halte ich fest. Kommt gleich das Zeichen, bitte anschnallen. Jetzt mach es nicht so spannend, was gibt's? Dein Verdacht war leider gerechtfertigt. Pascal? Der Tipp mit Paderborn war nicht schlecht. Ich habe mir die Sache von zwei unterschiedlichen Quellen bestätigen lassen. Pascal hat vor Jahren für die Sparkassengruppe die Börsengeschäfte in Südostasien geleitet. Zuerst flossen auch die Gewinne.
Aber mit der Asienkrise und dem Crash des neuen Marktes stellte sich schnell heraus, dass Pascals Erfolge auf wackeligen Beinen stehen. Hochspekulative Geschäfte haben die Sparkassengruppe Millionen gekostet. Man rief ihn zurück. Nach Paderborn? Quasi Strafversetzung. Vor 3 Jahren. Er wurde dort stellvertretender Filialleiter. Das heißt also, Pascal war nie Anlageberater, sondern stellvertretender Sparkassenleiter. Das war er. Man warf ihn hinaus. Warum? Darüber durfte sein ehemaliger Arbeitgeber keine Auskunft geben. Datenschutz. Pascal hat uns Märchen aufgetischt. Das ist ja kaum zu glauben. Das finde ich auch. Wie konnte er nur? Das herauszufinden ist jetzt deine Angelegenheit. Meine Spitzeltätigkeit ist hiermit beendet. Cheers, mein Lieber. Auf den verlorenen Sohn. Was ist? Zu viel Kaffee ist ungesund. Verengt die Gefäße, macht hohen Blutdruck und entzieht dem Körper Wasser. Wer hat dir denn das erzählt? Der Apotheker. Und wie alt war der? 98? Nein, Mitte 40 und sehr erfahren. Quatsch. Der wollte dir so ein Gerät andrehen. Wie kommt es, dass ich von dir in letzter Zeit wie ein gebrechlicher alter Mann behandelt werde? Weil ich nicht will, dass du genau das wirst. Keine Angst. Du wirst dich nicht um mich kümmern müssen. Ich habe immer brav in die Versicherung eingezahlt. Das Gerät war nicht als Staubfänger gedacht. Ich kenne mich damit nicht aus. Dann wird's Zeit. Ich habe auch kein Bedürfnis, mich damit auszukennen. Mach mal dein linkes Handgelenk frei. Also, Eddie, bitte. So. Das Gerät misst 2 Werte. Warte. Hab's mir extra aufgeschrieben. Also, es misst den systolischen und den diastolischen Druck. Und dann unterscheidet man noch die Hypertonie, den zu hohen Blutdruck, und die Hypotonie, den zu niedrigen Blutdruck. Wobei dein Problem eher der zu hohe Blutdruck ist, bei deinem Kaffeekonsum. Och, Schluss jetzt, Eddie. Ich lass mich von dir doch nicht krank beten. So krank wie eben habe ich mich schon Jahre nicht mehr gefühlt. Aber ich hab's doch nur gut gemeint. Gut gemeint, mein Lieber, ist das Gegenteil von gut. Und merk dir eins, meinen Kaffee möchte ich in Zukunft ohne medizinische Vorträge genießen. Zack! Schlecht geträumt? Nein, ich habe nur versucht, meinen Vater beizubringen, dass er auch ab und zu mal an seine Gesundheit denken soll. Hat er was? Nein. Aber als ich mit Biancas Großmutter im Krankenhaus war, ist mir plötzlich klar geworden, wie schnell es vorbei sein kann. Du kannst doch Georg nicht mit Biancas Großmutter vergleichen. Ich will ja nur, dass er ein bisschen mehr auf sich Acht gibt. Warum? Man ist so alt, wie man sich fühlt, und Georg fühlt sich nicht alt. Biancas Großmutter auch nicht. Und das hilft ihr herzlich wenig. Dein Vater ist fit. Der wird sicher 120. War das eine Garantie? Kann ich dich verklagen, wenn sie nicht eintrifft? Hm? Komm. Wie sieht's aus? Wir wollten uns doch verabreden. Heute Abend im Fisch? Warum nicht bei mir? Ich habe neue Pizzen. Das ist nicht dein Ernst. Ist eine neue Marke. Hat bei Ökotest mit sehr gut abgeschnitten. Na, das kann ich mir wohl kaum entgehen lassen. Eben. Ich kann dich nicht überreden, vielleicht doch ins Fisch zu gehen? Nein. Mir ist nach einem gemütlichen Abend zu zweit. Mit einem alten Freund. Na, dann freue ich mich schon auf dieses kulinarische Ereignis. Du, im Notfall können wir die Pizzen auch mit Tequila runterspülen. Das Glück sind kleine Dinge. Ein Lächeln, eine Umarmung, das Lachen, das man mit jemandem teilt. Mit jemandem, den man liebt oder
der einem wichtig ist. Du musst leider zurückrufen. Er will wissen, was mit seinen Anteilen ist. Was hast du ihm gesagt? Dass er sich keine Sorgen machen soll und dass du ihn zurückrufen wirst. Aber ich hatte ihn vor einer Viertelstunde schon wieder an der Leitung. Er ist ziemlich nervös. Wo ist Pascal? Er ist im Haus unterwegs. Hol ihn her. Oh, störe ich? Nein, ich wollte ohnehin mit dir reden. Würdest du uns bitte allein lassen? Das mit der Tiger Corporation und den Anteilen tut mir wahnsinnig leid. Vergiss es. Ich habe den ganzen Tag drüber nachgegrübelt, wie wir Dida doch noch zufriedenstellen können. Und ich glaube, ich habe eine geniale Lösung gefunden. Du hast mit Dida nichts mehr zu tun. Was hast du? Jemand, der einmal strafversetzt und einmal gefeuert wurde, sollte kleinere Brötchen backen. Was, wovon redest du? Mach es nicht noch schlimmer, als es schon ist. Hör auf, uns Märchen zu erzählen und sag endlich die Wahrheit. Woher? Woher ich das weiß? Glaubst du wirklich, du konntest deine Vergangenheit vor mir verbergen? Die Bankenwelt ist überschaubar. Irgendwann spricht sich alles herum. Es tut mir so leid, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hatte nie einen Vater. Ich habe aber all die Jahre davon geträumt, von einem Vater, der mich liebt und der stolz auf mich ist. Und dann habe ich dich endlich kennengelernt. Und einen Weg zu deinem Herzen gesucht. Ich dachte, es wäre der Erfolg. Ich hatte leider recht. Ich hätte nicht hierher kommen dürfen. Vor allen Dingen mir keine Hoffnung auf deine Liebe machen. Es tut mir leid, wenn ich dich belästigt habe. Ich werde euch wieder verlassen. Pascal! Plötzlich in dieser Situation bist, dann wächst du über dich hinaus. Du mobilisierst Kräfte, von denen du bisher nicht mal wusstest, dass du sie hast. Du bist sehr stark. Wer braucht schon Rettungszeit, wenn man Sophia haben kann? Auf einen heißen Abend zu dritt. Und ich schnippe mit dem Finger und du fliegst komplett auf. Einfach so. Schade. Der Schuss ging nach hinten los. Sollen wir uns an der Ruine treffen? Jetzt sofort.